In Würzburg eine Institution, das Schuhhaus Mohr. Doch nach 95 Jahren ist in ein paar Wochen Schluss. Seit 6 Jahren suchen sie einen neuen Laden. Doch finanzierbar wäre nur ein Geschäft in unattraktiver Randlage. Direkt im Schatten des Doms, zu teuer. Im Zentrum ist Schuhmohr von großen Ketten überboten worden. Übrigens auch in Stuttgart oder Nürnberg. Die Entwicklung der Mieten war so, dass sie eigentlich unerschwinglich sind, wie man so schön sagt. Das heißt, wenn ich einen Vertrag unterschreibe in der Höhe, wie wir es im Laufe der Verhandlung angetroffen haben, dann kann ich auch gleich Insolvenz anmelden, vorsorglich, und kann die Uhr danach stellen, wann die Insolvenz auch fällig ist. Wobei ich dazu sagen muss, wir sind nicht defizitär. Trotzdem, im März macht Schuhmohr dicht. So weit ist es in Erlangen nicht. Aber auch Mengin hat Schwierigkeiten. Eine Insolvenz konnte verhindert werden, aber es läuft die sogenannte Sanierung in Eigenverwaltung. Das heißt, alles im Unternehmen wird auf seine Wirtschaftlichkeit überprüft. 200 Beschäftigte hat das Schuhhaus, 13 Filialen in ganz Nordbayern und Plauen. Das sind unsere Kernprobleme, dass die Frequenz in der Innenstadt permanent weniger wird, weil die Leute ihre Bedürfnisse außerhalb oder auch im Internet kaufen können. Die Vermieter auf der anderen Seite mit der Miete als Preis für Frequenz nicht runtergehen, wie auch teilweise durch sehr langfristige Verträge einfach gebunden sind. Ein Sanierungskonzept muss her unter Aufsicht eines sogenannten Sachwalters. Gut die Hälfte der Filialen schreiben schwarze Zahlen, trotz der schwierigen Lage. Der Kern ist gesund. Es wird sich zeigen, inwieweit ob das Filialnetz im bisherigen Umfang beibehalten werden kann und wo in Teilbereichen bei diesen Filialen nachjustiert werden muss. Aber es wird auf alle Fälle weitergehen. Die Frage ist halt nur, wie groß das Filialnetz nach der Sanierung sein wird. Große Konkurrenz im Internet, steigende Mieten in der Innenstadt. Besonders Schuhläden haben es schwer. Doch es gibt Nischen, in denen Geschäfte mit Schuhen durchaus funktionieren. Wie ebenfalls in Erlangen. Das Ehepaar Schleicher hat vor 10 Jahren mit einem Online-Shop für Kinderschuhe angefangen, im hauseigenen Keller. Für ihre Tochter hatten sie damals keine passenden Schuhe gefunden. Sie entwickelten einen speziellen Messservice, da die Größenangaben bei Schuhen nicht besonders zuverlässig sind. Das Konzept ging auf, besser als erwartet. Irgendwann haben bei uns am Sonntag die Leute geklingelt und gesagt, Mensch, ihr habt doch Kinderschuhe, kann man die mal anziehen? Und das stört natürlich irgendwann und dann sind die Mengen auch so groß geworden, dass unser Keller das nicht mehr gefasst hat. Und da haben wir uns dann nach dem Laden umgesehen. Und so haben sie neben dem Onlinehandel einen richtigen Laden in Erlangen eröffnet. Der Messservice in Zentimetern, nicht in Schuhgrößen, ist hier weiter Geschäftsprinzip. Am Anfang war es sehr schwer, weil die Kunden ja total auf Schuhgrößen gepolt sind. Aber unsere Kunden hier speziell im Laden, die kennen das inzwischen, die akzeptieren das und vertrauen uns. Und im Internet kommt es auch immer mehr. Zugegeben, eine Nische, mittlerweile ausgezeichnet mit dem Zukunftspreis der IHK. Doch Modellcharakter für die Konkurrenz hat das nicht. Mengin muss eigene Wege gehen. Service und Internet spielen dabei sicher auch eine Rolle.